Ein Junge lebt mit seinem Vater zusammen, hat die Mutter vor 3 Jahren verloren und sagt zu seinem Vater, du pass auf, ich muss jetzt mal ein Jahr nach Amerika. Und der Vater will ihn eigentlich nicht gehen lassen, weil er seinen Jungen wirklich braucht. Und dann ein Jahr später kommt er am Flughafen an und ist ein Mädchen. Finn? Helen. Und er braucht ein paar Sekunden, bis er kapiert, dass das eigentlich sein Sohn ist. Das ist der Moment, der natürlich dahin so konstruiert wurde, dass Tobias einen Beruf hat, der, wie soll ich sagen, nachmittags anfängt und mitten in der Nacht aufhört. Also fehlt ihm ein elementarer Teil des Tages über Jahre mit seinem Kind, mit seiner Frau. Du erwähnst frühestens dann, Mama, wenn das Signal ertönt. Klar. Natürlich ohne vorher andauernd auf die Uhr zu schielen. Natürlich. Und bloß keine Monologe darüber, wie lange ihr zusammen wart. Ja, was denkst du? Ich bin doch kein Anfänger. Es ist schön, den Sohn und die Tochter von Aino Ferch spielen zu können. Ich bekomme von ihm das Gefühl, als wäre ich wirklich ein Kollege auf Augenhöhe und nicht ein Nachwuchsschauspieler, der die Zeit noch vor sich hat, das, was er alles schon erlebt hat. Ich hab hier. Okay, und cut. Und aus. Gut, gut. Also die gesamte Behandlung des Themas ist eine sehr ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Problem, was ist, wenn diese Situation da ist. Was es eigentlich bedeutet, wenn man das den Eltern offenbart, ja, dass man eben nicht in seinem Geschlecht lebt und was das für Konsequenzen hat. Mein Sohn will sich jetzt Brüste wachsen lassen. Ich meine, was soll ich dazu Sinnvolles sagen? Mir fehlt dazu irgendwie die weibliche Perspektive. Kennen Sie außer mir keine Frauen? Und bitte. Bedienung? Da musst du schon los. Ich finde es auch ganz wichtig, dass das Fernsehen das produziert und nicht das Kino. Sondern wir wollen versuchen, Millionen Leute vor diesen Fernseher zu locken, um sie aufzuklären und zu sagen, hey, diese Randgruppe gibt es auch. Und gleichzeitig könnten wir das so dramatisch erzählen, wollen es aber nicht. Wir wollten da eine Billy Elliot-Leichtigkeit reinbringen und wollen es nicht zum Problem machen, denn das ist es nicht. Dein Sohn ist ein Transvestit? Transgender. Ja, ich weiß das. Das ist gewöhnungsbedürftig. Das ist nicht gewöhnungsbedürftig, Tobias. Das ist abartig. Sag mal, wie redest du über mein Kind? Wie bitte? Wie du über mein Kind redest. Raus hier, komm, raus. Lass dich hier nicht mehr blicken. Ich glaube, jeder von uns reagiert dann doch immer anders, als er sich das vorher vorstellt, wenn es einen wirklich trifft und entweder schockiert oder sprachlos macht oder verstört oder gar nicht verstört und gar nicht sprachlos macht, sondern sehr auf verständnisvolle Ohren trifft. Das kann man dann erst beantworten. Letztendlich, wenn man das für sich entschieden hat, ich will jetzt so leben und einfach stolz mit geradem Rücken durchs Leben geht, dann ist das schön und dann ist es genauso ein Leben, wie alle anderen auch das führen. Und ich hoffe, dass wir das überbringen können, dass mehr akzeptiert wird und noch mehr darüber nachgedacht wird, über Transgender.